Jo Leute, damit willkommen mal wieder zu einem weiteren neuen kurzen Shop-Video. Ich zeige euch heute natürlich wie immer, was in den Shop reinkommen wird und wir gehen direkt mal auf den Shop drauf, denn der Shop ist auch schon knapp in 10 Sekunden da. Übrigens hier die Legacy-Skins, die sind auf jeden Fall von dem Film Tron Legacy, weiß ich jetzt auf jeden Fall auch, danke für die Info. Und jetzt mal gucken, was heute reinkommt, 3, 2, 1 und der neue Shop ist auch schon da. Okay, die Tron Legacy-Skins sind immer noch hier. Ganz nice Skins auf jeden Fall und wir gucken mal direkt hoch und okay, die Herzchen ist im Shop, schon mal sehr sehr nice mit der Hacke hier. Okay, lasst an der Stelle erstmal gerne ganz kurz ein Abo hier, falls ihr neu da seid, um kein Shop-Video mehr zu verpassen. Und dann fangen wir hier mit dem neuen Skin an. Ist der hier so gesehen ein Turnierskin, den kommen also gratis gewinnen und den gibt es jetzt hier im Shop. Ist wirklich ein sehr, sehr cooler Skin, passend hier natürlich zum Valentinstags-Event. Und hier gibt es einmal auf jeden Fall auf dem Rücken noch das Herz drauf. Ist ganz okay, der Skin. Ich finde den mega nice. Ist sogar animiert, sehe ich gerade. Okay. Und dann gibt es einmal hier Herzschlagschläger, die Hacke. Die gibt es dann auch passend dazu im Shop. Ansonsten gibt es hier weitere seltene Sachen. Und so gibt es einmal hier den Naschmann zurück nach 363 Tagen. Auch ein cooler Skin. Also ist mal was komplett Neues, muss ich sagen. Sieht verdammt lustig aus. Wie gesagt, 363 Tage ist das Ganze her. Und ansonsten gibt es einmal noch seine passende Herzschlaghacke. Auch nach 363 Tagen zurück. Ansonsten gibt es einmal die Victoria Saint zurück. Der Skin ist noch ganz nice. Ich muss sagen, die sieht wirklich verdammt cool aus. Hier noch ohne Hut. Entspannter Skin. Finde ich mit Hut auf jeden Fall verdammt cool. Dann gibt es einmal dazu hier Pflock und Stalker. Auf jeden Fall nach einem Monat zurück. Ansonsten gibt es hier noch den Hasenwolf-Skin und der Skin war schon oft im Shop. Hier die Stile kann man, glaube ich, verändern im Spiel, soweit ich weiß. Hier gibt es noch den Lömer, auch mit den Stilen und mit dem Rückenteil. Und dann gibt es noch einmal Neontier, die Lackierung, auch nach einem Monat zurück. Und das sind auch schon hier die gesamten vorgestellten Gegenstände. An der Stelle gerne Unterstützer einen Creator klicken und hier den Code DETO eingeben. Würde mich sehr, sehr freuen. Und dann gehen wir jetzt schon zu den täglichen Sachen. Und hier vorne geht es einmal den Federverteidiger zurück. Ich weiß gar nicht, ob der selten war. Ich kann gerade mal nachschauen. Okay, und der ist nach 46 Tagen zurück. Aber hier sein Flatterviehgleiter, der ist was seltener. Der ist zurück nach 153 Tagen. Also der ist schon seltener. Sehr, sehr riesiger, krasser Gleiter. Dann gibt es einmal Kommando, der Skin. Ist sehr oft im Shop gewesen, da braucht man gar nicht viel zu sagen, ist nach einem Monat zurück. Dann gibt es darunter einmal Fitnessrunde, auch schon sehr alter, Season 5 Tanz, ebenfalls nach einem Monat zurück. Dann gibt es einmal Schattentraining, nach 49 Tagen zurück, der kämpft hier ein bisschen. Und dann gibt es an letzter Stelle kleinste Geige, was ich mega nice finde, dann macht ihr einfach mit der Hand solche Bewegungen und dann kommt halt der Geigenton hier. Ganz nice, ist nach 24 Tagen zurück. Ansonsten, wie gesagt, hier Tron Legacy, die Sachen gibt es auch noch hier. Also einmal den Gleiter und dann auch noch hier die 5 männlichen Skins und auch die 5 weiblichen Skins. Gibt es alle zurück und bei jedem Skin gibt es einen Rückenteil und eine Hacke dabei. Ist ganz cool. Ja, und ansonsten immer noch hier die ganzen wilde Herzen Sachen. Also der Event Shop ist immer noch hier mit den ganzen Valentinstag Sachen. Ist auf jeden Fall wirklich ein riesiger Shop. Die kann man sich alles noch holen. Und auch neuer Spinnpaket ist immer noch hier. Ja, und ich würde sagen, das war's hier mit dem Shop.